Die neuen Möglichkeiten, die mir die Technologien geben, die ermöglichen mir ganz, ganz neue Angebote für den Kunden. Wer da nicht präsent ist, der kommt am Markt nicht mehr vor. Also insofern wird es jeden Handwerker betreffen. Wir wollen auch unsere Dienstleistungen übers Internet anbieten. Da sind wir zurzeit in Österreich ziemlich alleine noch. Die Herausforderungen für den Handwerker sind natürlich, dass er aus seiner Profession heraus gewohnt ist, sich mit dem Werk zu beschäftigen und nicht mit den Prozessen rundherum. Digitalisierung führt im Wesentlichen dazu, dass natürlich immer mehr Informationen, Daten digital abgespeichert und verarbeitet werden. Das kann zum Beispiel in einer Cloud sein, das ist am Handy, am Laptop. Und da gibt es natürlich eine größere Angriffsfläche, ein größeres Gefahrenpotenzial für mögliche Datenpannen. Digitalisierung kostet etwas, allerdings im ersten Schritt kostet es vor allem intern Zeitressourcen und organisatorische Ressourcen, dass ich meinen Mitarbeitern die Zeit gebe, dass sie mir neue Möglichkeiten erarbeiten können, dass sie sich aber auch mit neuen Technologien auseinandersetzen. Da wird auch, ganz ehrlich gesagt, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Dann heißt das, dass ich vielleicht meine Angebote von hier aus schreibe, weil ich jetzt gerade zwischendurch Zeit habe. Wir wollen so viel wie möglich unsere Geschäftsprozesse digitalisieren, damit wir wirklich Zeit dann haben für die Kundengespräche, für die Beratungen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, Ihr Unternehmen ins neue Zeitalter zu bringen. Informieren Sie sich bei uns auf der Homepage oder bei Ihrer Vertretung in der Wirtschaftskammer. Und ich wünsche Ihnen dafür sehr viel Erfolg. Traut euch, geht die Digitalisierung an, habt keine Angst davor, nutzt es, um Handwerk neu zu denken.